begrüßen aus der Galerie Ostlicht. Die Galerie Ostlicht ist eine Galerie ausschließlich für Fotografie. Wir zeigen und verkaufen Fotografien aus einem relativ breiten Spektrum, also sowohl Klassiker der Fotogeschichte als etwa auch zeitgenössische Positionen. Wir befinden uns hier im 10. Wiener Gemeindebezirk in der Nähe vom Bäumenplatz in der alten Ankerbrotfabrik. Hier in der Ankerbrotfabrik befinden sich auch viele weitere Galerien und Ateliers, die ebenso besucht werden können. Aufgrund der aktuellen Lage haben wir derzeit auf Anfrage geöffnet. Wir freuen uns aber sehr, wenn Sie uns besuchen kommen. Bitte rufen Sie dafür einfach in unserer Galerie an und wir machen uns etwas aus und Sie können sich die aktuelle Ausstellung anschauen. Ich darf Ihnen jetzt unsere aktuelle Ausstellung vorstellen, initiiert von den Female Photographers Vienna. Der Titel der Ausstellung ist Ping Pong 3 und zeigt Fotografien von Luisa Hübner und Anna Breit. Beide Fotografinnen leben in Wien und sind im Rahmen von dieser Ausstellung in einen visuellen Dialog getreten. Also sie haben Ping-Pong gespielt mit ihren Fotografien anstatt eines Balls, wenn man so will. Ja, wie kann man sich dieses visuelle Ping-Pong-Spiel vorstellen? Es funktioniert relativ einfach. Mit einer Münze wurde ausgelöst, welche der beiden Spielerinnen beginnt. Die Wahl fiel in diesem Fall auf Anna Breit und Anna hat das Spiel begonnen mit dieser Fotografie hinter mir. Zu sehen ist ein verschlungener Körper in einem Netz gekleidet, wobei die Hände, Beine und auch der Kopf aus dem Bildraum ragen. Sie hat dieses Foto in eine Dropbox gestellt. In diese Dropbox konnte auch Luisa Hübner zugreifen und Luisa Hübner hat sich von diesem Foto von Anna inspirieren lassen und hat binnen 2-3 Tagen darauf mit einem eigenen reagiert, geantwortet. Das ist das Antwortfoto von Luisa Hübner. Also Sie sehen, Hände kommen in den Bildraum und sind in einen transparenten Stoff gehüllt. Und auf diese Art und Weise hat sich das Spiel fortgesetzt. Also die beiden haben auf das jeweils vorangegangene Foto reagiert. Dabei war es ihnen freigestellt, ob sie Fotos verwenden aus dem Archiv oder ob sie neue aufnehmen. Und auch die Assoziationen sind ganz verschiedene. Also es wurde reagiert auf Stimmungen, auf Farben, auf Inhaltliches, auf Formales. Das war ganz freigestellt. Und durch dieses Hin und Her ist in einem Zeitraum von 10 Wochen eine Bilderkette entstanden von insgesamt 52 Fotografien, die hier in der Ausstellung chronologisch gehängt sind und die Sie sich gerne anschauen können. Alle Fotografien der Ausstellung stehen auch zum Verkauf und werden als hochwertige Prints in einer Edition von jeweils 3 Stück in 2 möglichen Formaten angeboten. Wenn Sie sich dafür interessieren, können Sie uns gerne schreiben oder auch bei Fragen unter info@ostlicht.org. Wir laden Sie ein, dass Sie mit uns ebenso fotografisches Ping-Pong spielen. Und ich darf Sie auf diese Fotografie hinweisen aus der Serie Mama von Anna Breit.
Zu sehen sind die Beine von Anna Breits Mutter, sitzend auf einem gemusterten Sofastoff in einer bunten Hose und barfuß. Die Fotografie ist aus der Serie Mama, in der Anna Breit ihre Mutter über mehrere Jahre hinweg fotografiert hat. Das Antwortfoto von Luise Hübner ist hier auch neben mir. Die Assoziationen sind relativ ersichtlich und dennoch hat sie eine eigene Bildsprache. Die Fotografie zeigt transparente Strümpfe auf einem grauen, matten Grund. Und ja, ich darf Sie jetzt einladen, dass Sie sich ebenso von dieser Fotografie inspirieren lassen und wir sind sehr gespannt auf Ihre Antwortfotos. Bitte posten Sie diese auf Instagram mit dem Hashtag OstlichtVienna und wir freuen uns, eine Auswahl daraus in einer Story zu teilen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei dem fotografischen Ping-Pong-Spiel und wir freuen uns sehr über Ihre Beiträge.